egyik kezdet, das verheste telefon. Neulich fahren bei Pauline, sieben Kinder beim Kaffee. Und der Mutter taten schließlich von dem Krach die Ohren weh. Deshalb sagte sie, ich gehe, aber treibt es nicht zu doll. Denn der Doktor hat verordnet, dass ich mich nicht ärgern soll. Doch kaum war sie aus dem Hause, schrie die rote Grete schon. Kennt ihr meine neueste Mode? Kommt mal mit ans Telefon. Und sie rannten wie die Wilden an den Schreibtisch des Papas. Grete nahm das Telefonbuch, blätterte darin und las. Dann hob sie den Hörer runter, gab die Nummer an und sprach. Ist dort der Herr Bürgermeister? Ja, das freut mich. Guten Tag. Hier ist Störungsstelle Westen. Ihr Läutung scheint gestört. Und da war es am besten, wenn man sie mal sprechen hört. Hier ist, klingt ganz gut. Vor allen Dingen bittet unsere Stelle sie, prüfungshalber fast zu singen, irgendeine Melodie. Und die Grete hier der Hörer allen sieben an das Ohr. Denn der brave Bürgermeister sang am Brunnen vor dem Tor. Weil sie schrecklich lachen mussten, hängten sie den Hörer ein. Dann tat Grete mit Verbindung mit Finanzminister Stein. Exzellenz, ihr Störungsstelle, sangen Sie doch dreimal Schrank. Etwas lauter, Herr Minister, Entschuldigung und besten Dank. Wieder mussten alle hin. Herr schrie, hurra! Und dann riefen sie von neuem lauter, zerbrüchelte Männer an. Von der Stadtbanddirektor sang zwei Strophen, Häschen klein. Und der Intendant der Oper knüdelte die Wacht am Rand. Ach, sogar den Klassenlehrer. Was für uns sie? Störungsstelle. Grete, Grete, morgen mehr. Das für allen in die Glieder. Was geht am Tage drauf? Grete rief, wir tust nicht wieder. Doch er sagte, jetzt euch nieder. Was habt ihr im Rechner auf?